Die Frauenbundesliga boomt. Höher. Schneller. Weiter. Paulina Krumbiegel mit einem Sensationstor. Und in dieser Saison vor allem noch größer. München, Frankfurt, Leipzig, Bremen oder Nürnberg. Der Frauenfußball immer mehr in den großen Stadien zu Hause. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir jetzt mal ein Bundesligaspiel in der Arena austragen werden. Man spürt das natürlich auf dem Platz, wenn auf einmal 20.000 Leute gefühlt oder noch mehr für uns mehr da sind bei den Spielen. Es ist mega cool, im Max-Morlock-Stadion zu spielen, in so einem Riesenstadion zu spielen. Und ich glaube, dass sich die anderen Mannschaften auch darauf freuen können. Es gibt nun das Magenta-Topspiel mit 30 Minuten Vorlauf und das Flutlichtspiel am Montagabend. An diesem Tag das einzige im deutschen Profifußball. Das ist Werbung für die Frauenbundesliga. Vieles ist neu. Bleibt im Meisterschaftskampf alles beim Alten? Seit 11 Jahren stehen auf der Schale entweder der VfL Wolfsburg oder Bayern München. Der Titelverteidiger auch diesmal wieder der Top-Favorit. Mit Pernille Harder und Magdalena Eriksson vom FC Chelsea hat der FCB zwei absolute Weltstars verpflichtet. Wir haben echt einige neue Spielerinnen dazugekommen, natürlich auch viel individuelle Klasse, aber es geht schon alleine darum, eben, dass du diese Breite hast, weil du in 3 Wettbewerben vertreten bist. Vom Triple hat der VfL Wolfsburg lange geträumt, doch das Champions-League-Finale ging verloren und in der Liga auch nur Platz 2. Das wurmt einen natürlich schon extrem und dementsprechend wollen wir da auch ganz klar wieder ein Zeichen setzen und gerne den deutschen Meistertitel wieder zurückholen. Doch der Abgang von Topstar Jill Roar zu Manchester City nur schwer zu kompensieren. Und die Konkurrenz schläft nicht. Eintracht Frankfurt. Dass wir Wolfsburg und Bayern mehr als nur ärgern können, haben wir in der letzten Saison gezeigt. Oder auch die TSG Hoffenheim. Mit der TSG, glaube ich, können wir doch weiter oben angreifen und den 2 größten Clubs hier in der Bundesliga auch ein bisschen auf die Füße treten. Neu in der Liga mit dabei der 1. FC Nürnberg und RB Leipzig. RB sicherlich kein gewöhnlicher Aufsteiger, erst recht nicht mit der Verpflichtung von Ex-Wolfsburgerin Sandra Starke. Das ist ein super cooles Projekt. Für mich persönlich eine Herausforderung, eine andere Rolle, die ich da einnehmen muss und da einfach was aufzubauen. Für Mitaufsteiger Nürnberg geht es wohl nur um eins, in der Liga bleiben. Wenn wir unsere Stärken einfach auf den Platz bringen, die wir haben, dann ist da gegen viele Teams auf jeden Fall was zu holen. Die Hauptkonkurrenten für den Club im Kampf um den Klassenerhalt, der MSV Duisburg und der 1. FC Köln. Unten wie oben, Spannung pur in dieser neuen Saison. Alle Spiele der Frauenbundesliga live bei Magenta Sport.